Halli, hallo, Hallöchen, liebe Abonnenten, allgemein natürlich Zuschauer und auch sonstige Leute, die sich auf diesen Kanal verirrt haben, um sich an einem wunderbaren RPG Maker 2000 Let's Play zu laben. Euer Let's Play Retro präsentiert euch Stardust Chronicles, ein Spiel von Orange 4. Falls euch der Name etwas sagt, ja, den kennt ihr auf jeden Fall, der hat bereits in der Vergangenheit Moonlight Sun produziert. Ein Spiel, das nun ja eher berüchtigt als berühmt ist, weil es viele Grafiken aus Slayer, dem Anime, verwendet hat. So viel ich weiß zumindest. Ich persönlich habe es nie gespielt. Ich habe mir auch nur mal ein Angespielt dazu angeguckt. Das ist im Übrigen das, was das hier auch darstellen wird. Ein Angespielt zu Stardust Chronicles. Wir gucken einfach mal so, keine Ahnung, eine Dreiviertel oder ganze Stunde in das Spiel rein. Ich muss mal gucken, wie cool es sein wird. Also ich meine, wenn es mich richtig fasziniert, dann vielleicht auch anderthalb Stunden oder sowas. Schauen wir einfach mal. Im Titelbildschirm gibt es auf jeden Fall keine Musik. Keine Ahnung, ob das übersehen wurde oder ob man sich jetzt vielleicht... Ich meine, MP3-Page müsste ich eigentlich haben, deswegen daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Gibt es denn sonst Soundeffekte? Ja, so ganz standardmäßige RPG Maker 2000 Soundeffekte. Da wurde auch nicht großartig viel dran geändert oder so. Klingt jetzt alles nicht besonders organisch oder so, sondern eher retro. Dann würde ich vorschlagen, halten wir uns auch nicht mit allzu viel weiterem Vorgeplänkel hier im Titelbildschirm auf, sondern beginnen wir das Spiel. Verdammt! Eine Nova Production? Nein, halt doch nicht. Hadouken! Und da ist auch schon die Schockwelle. Okay. Schon wieder ein Spiel mit Halluzinationen. Definitiv. Hörst du mich? Bitte, hilf mir. Jemand hat meine Zähne kaputt gehauen. Eine Welt zerbricht. Oder auch nicht. Wir sehen alles klar und deutlich. Wie in einem Amiga-Spiel vor uns. Da hatte man ungefähr dieselbe Farbpalette von, keine Ahnung, 45 Farben. Halte durch, Temsig. Jemand hat mich gehört. Es wird alles gut. Ich sehe dich nicht, aber ich spüre, dass du mich siehst. Bist du hier? Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Du bist ein Runengeist, richtig? Ein Wesen aus einer anderen Welt. Ich bitte dich, bitte hilf Temsig mit deiner Macht. Er liegt im Sterben. Bitte hilf ihm. Temsig retten, Temsig nicht retten. Zu retten oder nicht zu retten, das ist hier die Frage. Wir ignorieren dann einfach mal Temsig, dieses dumme Arschloch. Das kann uns doch mal am Popöchen decken. Wir können das Spiel auch ohne Temsig spielen. Verstehe. Da muss ich mir schnell einen anderen Runengeist suchen. Ich werde dich in deine Welt zurückschicken. Ernsthaft? Wir sollten vielleicht mal ein Trash-Game-Bingo für schlechtes Gameplay irgendwie einführen. Nach ungefähr einer Minute Spielzeit wieder zurück zum Intro geschickt zu werden, weil das Spiel uns eine möglich... Was? So ein Quatsch, Mann! Kein Spiel fragt mich nach einer Minute, ob ich das Spiel nicht abbrechen möchte. Ich meine, ich verstehe schon, dass es in diesem Spiel scheinbar um Konsequenzen geht, dass jede Tat irgendwie eine Konsequenz oder sowas hat. Aber als Spieler wieder zurück in den Titelbildschirm geschickt zu werden, das ist doch völliger Käse. Jetzt müssen wir uns alles nochmal angucken. Was soll der Blödsinn? Wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Wirklich, Orange 4, erklär es mir bitte. Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ich meine, die Intention dahinter ist verständlich. Aber die Ausführung ist einfach Käse. Dann sollen wir doch einfach wieder hierhin zurückgeschickt werden, dass wir wieder mit unserem Hadouken beginnen. Oder was auch immer das genau bedeuten soll. Aber danach kommt diese Schockwelle, also es muss ein Hadouken sein. Und was soll das eigentlich genau sein? Ist es der Schutzgeist?
Und es grinst irgendwie. Und danach zerbricht irgendetwas. Na gut. Also wir haben zwar eine Option, also wir haben den Anschein einer Option, aber wir haben nicht wirklich eine. Also wir müssen Temsig retten, weil Temsig elementar für dieses Spiel sein wird. Das wäre so, keine Ahnung, jetzt würde ich ein Buch beginnen mit, ach ja, im Übrigen, du kannst das Buch einfach beiseite legen und dir einen schönen Tag machen. Ja, wir sollten vielleicht aufhören, Stardust Chronicles zu spielen. Oder wir sollten einfach diesem Schutzgeist sagen, dass er uns bitte helfen soll. Also nicht uns, sondern Temsig. Weil wir könnten vielleicht auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Temsig, retten. Du hilfst uns? Ich bin so erleichtert. Ich dachte schon, das Spiel wird an dieser Stelle enden. Hast du gehört, Temsig? Jetzt wird alles gut werden. Ich bitte dich, bitte teile deine Kräfte mit ihm. Okay, das ist sie. Und Temsig liegt daneben auf dem Boden. Das war alles so verschwommen. Du bist nun bei Temsig, richtig? Vielen Dank, dass du ihn gerettet hast. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis er wieder vollständig auf den Beinen ist. Mein Name ist übrigens Der Corner. Temsig und ich waren in den Sternenstaubruinen und sind dort auf ein merkwürdiges Wesen gestoßen, weißt du? Der Corner. Ein interessanter Name. Ich verstehe. Oh nein, ich vergaß. Du wirst durch Temsig in dieser Welt gehalten. Nur ist er im Moment nicht bei Bewusstsein. Das heißt, auch deine Sicht schwindet. Dann habe ich leider keine Zeit, dir alles zu erklären. Ich werde Temsig in deine Obhut lassen. Bitte pass gut auf ihn auf. Vielleicht ist Temsig auch einfach tot und man hat ihn jetzt einfach einen Cookie eingepflanzt. Ich muss nochmal zurück in die Sternenstaubruinen, weißt du? Bitte warte hier mit Temsig auf mich. Ich werde mich beeilen und so schnell es geht wieder zurückkommen. Sternenstaubruinen ist auf jeden Fall auch ein cooler Name. Es klingt wirklich nach einem traumhaften Ort. Tja, die Sternenstaubruinen sind egal, denn wir befinden uns wieder zu Hause in unserem coolen Bett mit Mondbettdecke. Denn wir schlafen ja nachts, wenn der Mond scheint. Ich denke, die Grafiken in dem Spiel sind alle komplett selbst erstellt. Sieht jetzt erstmal okay aus. Hat für mich irgendwie ein bisschen was so von dem Farbschema von Kelvin-Spielen, aber so insgesamt ist es okay. Was? Wo bin ich hier? Und wer bist du? Ich fühle, dass du mich beobachtest. Du bist ein Runengeist, oder? Der Corner hat mir von ihnen erzählt. Wesen aus anderen Welten, welche durch Fenster zu uns sprechen können. Sag, wie ist dein Name? Also in diesem Fall ist das Fenster sein Auge? Ich habe keine Ahnung. Aber ich nenne ihn natürlich Retro. Ich hätte ihn noch APR nennen können, aber jetzt habe ich schon das R drin. Also deswegen nehme ich jetzt einfach mal den längeren Namen. Retro. Retro Virus. Und wir haben sowieso nur 6 Buchstaben zur Auswahl. Tja, der 2000er war schon noch ganz schön limitiert. Retro also. Mein Name ist Temsig. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Retro, weißt du, wo der Corner ist? Das Mädchen mit den grünen Haaren, welches mich begleitet hat? Ich weiß es nicht. Sie ging zu den Sternenstaubruinen. Ich sag ihm einfach mal, dass sie zu den Sternenstaubruinen ging. Denn wenn ich weiß nicht drücke, dann komme ich wahrscheinlich wieder zurück zum Titelbildschirm und da habe ich jetzt irgendwie kein Interesse dran. Oh nein, jetzt sehen wir ihre Erinnerungen, seine Erinnerungen in einem Flashback. Ohne die gesprochenen Worte. Wir sehen nur, doch wir hören nicht. Du hast recht. Ich erinnere mich, als sie in die Richtung dieser Ruinen ging. Danach muss ich wohl ohnmächtig geworden sein. Retro, du hast ein wirklich ziemlich gutes Gedächtnis. Der Corner hat die Sternenstaubruinen. Quest erhalten. Und da ist sie auch schon wieder zurück mit einem coolen neuen Zauberhut. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Bitte was? Dass du hier bist. Oder ist das jetzt...
Nein, das ist Xelia, scheinbar ihre Zwillingsschwester oder so etwas. Ihre Zwillingsschwester mit Hut. Tut mir leid, ich sollte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Xelia und du befindest dich hier im Postamt von Nutria. Eine Stadt geführt von kleinen Biberratten. Tut mir leid, du musst doch etwas verwirrt sein. Kein Wunder, immerhin warst du bewusstlos, als ich dich im Wald fand. Dacorna und Xelia sind zwei Personen in einem Körper, denn es ist einfach ihr Runengeist, alles klar. Das ist auf jeden Fall kompliziert und wow, ich bemitleide die Leute in dieser Welt bisher ein bisschen. Du hast mich in einem Wald gefunden? Retro, das war der Wald, in dem ich Dacorna zuletzt gesehen habe. Mit wem hast du da gesprochen? Bist du ein Summoner? Summoner? Nein, ich habe mit meinem Runengeist gesprochen. Sein Name ist Retro und ich verdanke ihm mein Leben. Alles klar, ich bin hier auf jeden Fall gerade maximal verwirrt. Also für mich sehen die auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich aus. Warum führt man direkt am Anfang zwei Mädels mit grünen Haaren ein? Ich weiß, die Farbpalette vom Amiga oder was das hier auch immer ist, gibt nicht viel mehr her, aber... Runengeist? Chorin hat mir mal davon erzählt. Das ist ein mächtiges Wesen aus einer anderen Welt, welches über dich wacht, nicht wahr? Und deinen Geist teilt. Hurrah. Es freut mich auch, dich kennenzulernen, Retro. Filbris? Was war das? In dieser Richtung liegt das Rathaus. Oh nein, der Bürgermeister ist in Gefahr. Nein, nicht in einem RPG-Maker-Spiel. Oh, wir haben sogar Lampen. Wir scheinen in einer fortschrittlichen Zeit zu leben. Was es auch immer ist, das ist eine böse Macht, die unbedingt den Bürgermeister haben will. Und von dort aus alle Bürgermeister der Welt. Hast du das gesehen? Was sind das für merkwürdige Schatten im Nebel? Ich weiß nicht, aber die Musik ist echt unglaublich cool. Ich glaube, wir müssen jetzt entweder tanzen oder kämpfen. Hast du das gehört? Das kam von draußen. Schnell, da braucht vielleicht jemand unsere Hilfe. Yeah! Hadouken! Die sehen definitiv mal anders aus. Für den Rotschopf habe ich auf jeden Fall jetzt schon eine Stimme. Reedy, Evelyn, was zur Hölle ist hier los? Reedy, das ist... Really? Ich bin Reedy. Ich bin mir nicht sicher, man. Ich war in den Minen auf der Suche nach Erzen und als ich wieder herauskam, waren überall diese merkwürdigen Schatten. Je dichter der Nebel wurde, desto mehr Monster tauchten in den Schatten auf. Monster, so wie diese Schlange. Das ist eines von diesen Biestern. Aus dem Weg! Was zum Teufel war das? Oh mein Gott, diese Schlange ist unbesiegbar. Oh mein Gott, jetzt sind es drei. Oh mein Gott, oh mein fucking Gott. Schnell weg hier, lauft. Dieses Spiel beginnt auf jeden Fall episch. Dunkle Schatten. Schnell Leute, hier rein. Los, in diesem Haus sind wir definitiv sicher. Da kommen die Schatten niemals rein. Ob wir hier sicher sind? Wir sollten uns nicht verstecken. Lass uns nach draußen gehen und gegen diese Biester kämpfen. Auch wenn es unendlich viele sind. Ich halte das für keine gute Idee. Du hast doch gesehen, was passiert ist. Das scheinen keine normalen Monster zu sein. Das waren Schlangen. Evelyn, die irgendwie ein Piercing hat oder so. Auf jeden Fall ist sie eine ziemlich coole Puppe. Leute, das mag jetzt merkwürdig klingen, aber ich glaube, ich habe von genau dieser Situation schon einmal geträumt. Jetzt, wo du es sagst, mir kommt die Situation auch merkwürdig vertraut vor. Natürlich, wir hatten alle denselben Traum. Hast du das gehört, Retro? Ob dieses Dorf öfters von seltsamen Schatten überflutet wird? Ja, so ziemlich jeden Mittwoch. Ihr seid in mein Haus geflüchtet. Und das habt ihr noch nie getan. Diese Stimme. Joran, bist du das? Man, zeig dich, ey! Abgespaced. Aber das war ein ziemlich geiler Effekt. The fuck?
in Space. In einer Glasbodendimension. Zum Glück spielen wir kein Trash Game Bingo. Die Musik kenne ich aus Vampire's Dawn. Wer weiß, aus welchem Spiel die wirklich ist. Ich bin überrascht. Du bist der erste Mensch, der meiner Runenmagie widerstehen konnte. Schützt du den Zeitstrom des Himmels? Zeitstrom des was? Was zur Hölle geht hier vor? Ich verstehe. Du wirst von einer Macht außerhalb unserer Realität beschützt. Ein Runengeist wacht über dich, habe ich recht? In all den Jahren bin ich nie einem Wesen begegnet, welches mit einem Runengeist paktieren konnte. Ich hielt das immer für ein Märchen. Wirklich bemerkenswert. Schön. Und nun erkläre dich. Wo sind wir hier? Wo sind Xelia, Reedy und das andere blonde Mädchen, dessen Namen ich komplett vergessen habe, weil ich sie einfach nicht attraktiv genug finde, um sie mir zu merken? Und was ist das für ein Ding? Am Boden meine ich natürlich. Nicht da. Nein, pack das wieder weg. Das ist der Weltenorb. Oh nein, der Weltenorb. Gab sowas nicht auch bei der letzten Schlacht der Elfen? Ich verstehe kein Wort. Du redest trashig. Hey Retro, hast du eine Ahnung, von was er da redet? Nein, keinen Schimmer. Lass ihn ausreden, dann erfahren wir mehr. Nein, finden wir es heraus. Auf geht's. Ich traue ihm nicht. Sei vorsichtig. Lass ihn ausreden, dann erfahren wir mehr. Das klingt irgendwie logisch und gut durchdacht. Vielleicht sollte ich dir nicht mehr vertrauen, Retro. Du hast recht. Es wäre wohl das Schlauste, Jorin ausreden zu lassen. Was auch immer ihr zu besprechen habt, das sollte bis später warten. Wir müssen den Weltenorb zurück in den Zeitstrom werfen. Da, du tust es schon wieder. Wir müssen dies und das tun. Warum sollten wir dir vertrauen? Dafür ist es keine Zeit. Nehmt den Weltenorb und vernichtet ihn. Ich werde werfen in den Zeitstrom. Folge mir. Ich werde dir unterwegs erklären, was du wissen möchtest. Auf dem langen Weg durch den Blackscreen. Jorin hat sich dem Team angeschlossen. Benutze die Escape-Taste, um deinen Spielstand zu speichern. Das Menü steht zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Straße des Sternenlichts. Wähle den gewünschten Speicherplatz, File 1. Okay, cool. Ich hoffe, in diesem Spiel wird es keine Zufallskämpfe geben. Ein Menü... Ah, da geht's lang. Alles klar. Das ist ja schön. Nun, Timsik, du hast die schwarze Kreatur gesehen? Die schwarze Kreatur? Meinst du diese Schattenschlangen? Nein, das sind Fragmente von ihr. Die schwarze Kreatur hat keine feste Form. Nur jeden Freitag sieht sie mal aus wie eine Schlange. Sieh her, das ist das klarste Bild aus meiner Erinnerung, welches ich dir zeigen kann. So eine Art Schlangenfledermaus-Ding. Was war das? Eine Vision der Schattenkreatur aus meiner Erinnerung, als sie zum ersten Mal das Dorf überfallen hat. Das erste Mal? Ja, sie überfällt immer zu dieser Zeit das Dorf. Timsik, sagt dir Sternenstaub etwas? Sicherlich hast du davon schon einmal gehört. Natürlich, werde nicht. Jeder kennt doch Sternenstaub. Erklär mir trotzdem nochmal, was es damit auf sich hat. Sternenstaub ist der stärkste bekannte Magieträger. Sternenstaub ist Macht! Nun ja, Sternenstaub ist die reinste Form der Magie, das ist richtig. Wie die meisten Dörfer nutzen wir Sternenstaub, um die Barriere um unser Dorf aufrechtzuerhalten, welches uns vor Monstern schützt. Ach ja, es ist wieder so eine Endzeitwelt, in der die Leute nur überleben können, weil sie magischen Sternenstaub haben. Eine schwarze Kreatur ist unfassbar mächtig. Vielleicht fühlt sie sich deshalb zu dem Sternenstaub unseres Dorfes hingezogen. Jedenfalls fällt dieses Wesen immer am Ende des Jahres 326 in unser Dorf ein. Keiner von uns kann sie aufhalten. Immer am Ende des Jahres 326? Verstehe ich nicht. Also alle 326 Jahre? Oder? Ich hätte so das Gefühl, es würde das wirklich jeden Mittwoch passieren. Was meinst du mit immer am Ende des Jahres 326? Nun, ist das nicht offensichtlich. Wenn die Kreatur unser Dorf attackiert, wird eine magische Formel aktiviert. Sie verbannt unsere Realität in den Weltenorb. Mit diesem laufe ich dann über die Straße des Sternenlichts und werfe ihn zurück in den Zeitstrom des Himmels. Ist das nicht logisch? Kurz gesagt, wir drehen die Zeit zurück. Was? Aber wie? Das heißt also, wir befinden uns im Murmeltier? Jahrhundert, so ungefähr.
Die Macht deines Urnengeistes muss dich geschützt haben, ansonsten hättest du von all dem nie etwas erfahren. Die guten alten Murmeltier-Jahrhunderte. Der Zenitstern, das ist unsere Treppe. Quatsch. Der Zenitstern, das ist unsere Treppe. Bist du bereit? So. Immer diese multiplen Faces, von denen eins ausgegraut ist. Der Ork verdeckt das Gesicht. Schnell, wir müssen springen, springen, springen. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Aber wir lösen uns zum Glück nicht so seltsam auf. Nutria. Eine Stadt beherrscht von kleinen Nagetieren. Auch bekannt als Menschen. Ich muss deine Gespuren synchronisieren, ansonsten scheint alles geklappt zu haben. Willkommen in Nutria im Jahre 325. Wir haben es geschafft. Zumindest bis uns die schwarze Kreatur des nächsten Jahres erneut angreift. 325? Zu dieser Zeit war ich mit der Kurne auf Reisen. Wie ist das möglich? Du bist zu diesem Zeitpunkt auch mit ihr unterwegs. Und dennoch bist du hier. Diese Zeitschleife beeinträchtigt lediglich unser Dorf, sowie die Joake-Insel, auf der wir uns befinden. Kloake-Insel? Okay. Aber... Hör mal, was hast du denn vor? Solange diese Zeitschleife aktiv ist, wirst du die Insel nicht verlassen können. Was? Aber ich muss da Corner finden. Und die Sternenstaubruine. Im Jahr 326. Das hatte ich doch gerade eben noch vor. Sternenstaubruine? Das sagt mir nichts. Doch wenn es ein Ort weit entfernt von hier ist, wirst du ihn erst erreichen können, wenn die Zeitschleife nicht mehr aktiv ist, welche uns vor der schwarzen Kreatur schützt. Du und dein Runengeist, vielleicht findet ihr einen Weg. Was sagst du dazu? Hilf uns, die schwarze Kreatur zu vertreiben, und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Dakorna und die Ruine zu finden. Bitte hilf mir, Retro. Ich muss Dakorna unbedingt finden. Was sollen wir tun? Bekämpfen wir die schwarze Kreatur, versuchen wir, wegzukommen, befragen wir die Bewohner nach der Ruine. Zeitreisen, der Typ verarscht dich doch! Die Option gefällt mir echt gut. Meinst du? Das alles eben wirkte schon sehr real. Aber vielleicht ist es wirklich besser, nicht alles zu glauben. Ich verstehe. Hör mal, da du vorerst in Nutria bleiben wirst, musst du irgendwo wohnen. Und du möchtest... Wenn du möchtest, kannst du in meinem Haus wohnen. Das Haus, in welches du mit Xelia, Evelyn und Reedy geflüchtet bist. Du meinst wie in einer Wohngemeinschaft? Nein, ich schlafe eigentlich immer im Sternenobservatorium. Nur für die anderen, das ist eine Wohngemeinschaft. Da ich die meiste Zeit dort verbringe, habe ich mir eines der freien Zimmer eingerichtet. Du müsstest dich allerdings etwas um das Haus kümmern. Komm mit, ich zeige es dir. Ich dachte, wir spielen ein Rollenspiel, jetzt wird es plötzlich eine Simulation. Vor allem, warum müssen ausgerechnet wir uns um das Haus kümmern, wenn die anderen auch dort wohnen? Oder sind die einfach nur hingeflüchtet? Ich glaube, die sind einfach nur hingeflüchtet. Hier ist es. Vor mir lebte hier eine begnadete Botanikerin. Sie baute viele Heilpflanzen an, jedoch wurden die meisten Gebäude abgerissen. Du kannst hier eine Zeit lang wohnen. Bitte halte doch alles sauber. Danke schön. Es ist schon spät. Komm doch morgen bitte bei mir im Sternenobservatorium vorbei. Es befindet sich im Norden von Nutria. Den Namen habe ich ja damals schon schriftlich kritisiert. Meine Nutria ist halt einfach ein komischer Name, weil es sind halt Real-World-Tiere. Guten Morgen, Retro. Dann wollen wir mal. Ich werde übrigens ein Tagebuch führen. Wenn du also mal vergessen solltest, was wir eigentlich vorhatten, kannst du dort einfach nachschauen, wie es weitergeht. Sehr schön. Informationen. Das Quest-Tagebuch kann nun über das Menü Escape oder Null auf dem Num-Block aufgerufen werden. Informationen. Alle Menüs werden mit der Maus bedient. Wow, das Spiel hat Mausunterstützung? Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ha. Quests prüfen, Einstellungen speichern. Wir speichern auf jeden Fall erstmal das Spiel ab, weil wir haben ja ein bisschen was erreicht. Wähle mit den Pfeiltasten. Zuneigung. Okay. Ach, vielleicht kann ich hier... Ah, hier kann man jetzt die Maus nutzen. Alles klar.
Maus-Unterstützung. Also falls ihr jetzt irgendwie einige Male meine Maus im Bildschirm oder so gesehen habt, dann es tut mir leid, aber jetzt sollte sie auf jeden Fall da sein. Das ist ja mal richtig cool, ey. Ein Makerspiel mit Maus-Unterstützung. Das Zuneigungsmenü. So. Prüfe hier, was die anderen Dorfbewohner von Temsik halten. Neben dem entsprechenden Charakter werden entsprechend viele lachende Gesichter angezeigt. Je mehr, desto besser. Zurück. Alles klar, das ist interessant. Rune ausrüsten, Quests prüfen. Und auch hier haben wir jetzt wieder unsere Maus. Hauptquests, Nebenquests. Dakorna und die Sternenstaubruinen. Erhalten von Temsik. Finde Dakorna. Du hast sie zuletzt vor den Ruinen des Sternenstaubs gesehen. In der Zukunft. Versuche Anhaltspunkte zu sammeln und die Ruinen ausfindig zu machen. Puh, okay. Dass das Spiel Mausunterstützung hat, finde ich auf jeden Fall ganz süß. Auch ein wenig verwirrend. Immer diese technische Spielerei, immer dieser Schnickschnack in der heutigen Zeit. Und dabei ist das ein 2000er Spiel. Aber na gut, dann weiß ich jetzt wenigstens. Dann ist es wahrscheinlich Inulukis Mauspatch oder so etwas, der bei dem Spiel verwendet wurde und nicht der Keypatch oder MP3-Patch oder was auch immer. Mein Bass? Was macht der denn hier? Ich bin doch gar nicht schwarz. Okay, tut mir leid, der muss sein. Temsiks Bass ausgerüstet. Hey, du! Eine Dame mit entsprechend großer Oberweite. Wie so oft in diesen Rollenspielen. Wer bist du? Und was hast du in Shorans Haus zu suchen? Ich wohne übergangsweise hier, bis ich gefunden habe, was ich suche. Shoran lässt dich hier einfach so wohnen? Und das soll ich dir glauben? Ich spreche die Mädels jetzt einfach alle gleich. Egal. Ein Sukubi-Stein! Hey du da, du kannst doch sicherlich mit dem Ding da kämpfen, oder? Los, unterstütz mich! Ein Sukubi-Stein? Was? Aber wie? Muss man denen alles erklären? Da du nur diesen Bass in den Händen hältst, solltest du einfach und stumpf ordentlich zuschlagen. Kriegst du das hin? Ich dachte, wir besiegen jetzt einfach mit ordentlich Rockmusik. Nicht gerade freundlich, Retro. Ich denke, sie hat recht. Hauen wir mal mit einfachen Angriffen auf dieses Ding drauf, bis es aufgibt. Mit unserem Bass? Information, das Kampfsystem wird mit der Maus gesteuert. Ah, okay. Confusion. Angriff. 10. Technik. Wasserweitwurf. Wir probieren es einfach mal aus. Ach, das ist jetzt sie. Alles klar. Okay. Drücke Enter. Mann, ey, das ist schon ein bisschen verwirrend. Na also, das war doch gar nicht so übel. Das scheint nicht dein erster Kampf gewesen zu sein. Aber wie konnte dieses Monster die Sternenstaubbarriere durchbrechen? Das ist völlig unmöglich. Hey, hast du etwa etwas damit zu tun? Du kamst mir doch gleich so verdächtig vor. Was? Nein, ich bin gestern erst hier angekommen. Und du hast von Shoran einfach so sein Haus überlassen bekommen? Höchst verdächtig. Als Wächterin Nutrias kann ich das nicht übersehen. Dann frag doch einfach Shoran. Er wird es dir bestätigen können. Ja, das werde ich auch, aber vorher muss ich mit dir reisen. Hm, das ist keine schlechte Idee. Also gut, gehen wir zu Shoran. Los, folge mir. Ja, ist doch gut, müssen wir nicht selbst hinlaufen, sondern haben sogar noch ein bisschen Begleitung und können uns nett über das Wetter unterhalten. Da wären wir, das Observatorium. Sind das Pflanzen oder warum sollte man so viele davon so aufstellen? Egal. Diese Leute sind einfach große Freunde von Symmetrie. Nerolia, ist etwas passiert? Und ob? Ich habe diesen Kerl erwischt, als er aus deinem Haus kam. Außerdem ist kurz darauf ein Sukubi-Stein aufgetaucht, was wirklich ein komischer Name ist. Moment, ich muss mal kurz hier neue Position einnehmen, sonst verkrampfe ich am Ende noch. Hast du den Aushang am schwarzen Brett nicht gelesen? Temsik ist gestern auf seinen Reisen zu uns gestoßen und wird eine Zeit lang bei uns bleiben. Es gab einen Aushang. Aber dass ein Sukubi-Stein die Sternenstaubbarriere durchbrechen konnte, da ist etwas faul. Nerolia, würdest du Temsik und mich einen Moment alleine lassen? Natürlich. Hey du, tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Ich bin Nerolia, Wächterin von Nutria. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir haben auf jeden Fall Zuneigung plus bekommen, denke ich. Temsik, Retro, hört mal, es ist nicht normal, dass um diese Zeit bereits Monster durch die Barriere dringen. Das geschieht für gewöhnlich erst gegen Ende des nächsten Jahres.
Irgendetwas ist dieses Mal anders. Etwas, das durch eure Anwesenheit hervorgerufen wird. Natürlich, wir haben das Zeitraumkontinuum verändert, dadurch, dass wir hier sind, wo wir nicht sein dürften. Mit dieser Kreatur in uns drin. Dem Runengeist. Dürfte ich euch bitten, herauszufinden, wie dieses Monster eindringen konnte? Wenn es das Werk der schwarzen Kreatur war, ist es vielleicht eine heiße Spur. Und wie sollen wir herausfinden, wie diese Monster eure tolle Barriere durchbrechen konnten? Wurdest du unter dem Schattensternzeichen geboren? Dann könntest du vielleicht Spuren der Schattenrunen ausfindig machen. Warte, du weißt doch, welchem Sternzeichen du zugehörig bist. Danach richtet sich immer an, welche Runenmagie du dir gefügig machen kannst. Nein, tut mir leid. Das Spiel baut auf jeden Fall ganz schön viel Komplexität innerhalb der ersten halben Stunde auf. Tut mir leid, das ist unfassbar. Los, komm mit, wir müssen sofort das Ritual durchführen. Das Ritual? Na, das Ritual, um festzustellen, unter welchem Sternzeichen du geboren wurdest. Immerhin ist es unheimlich nützlich, wenn du dir die Runenmagie zunutze machen kannst. Nerolia zum Beispiel. Sie hat Wasserrunen in ihre Rüstung eingraviert. Die Wasseroberflächenspannung erhöht die Widerstandsfähigkeit. Außerdem können so feindliche Angriffe leichter abrutschen. Runenmagie des eigenen Elements kann vielseitig verwendet werden. Du siehst, es bringt. Ja, ja, schon gut, genug Erklärungen. Ich mache dein komisches Ritual ja schon. Gut, folge mir. Ich spreche wahrscheinlich ein bisschen zu fies. Es sieht mir eigentlich schon fast ein bisschen harmlos aus, aber... Wir mussten das Wasser natürlich in Form eines Kreuzes anbringen, denn ansonsten wäre das Ganze ja unheilig. Das ist der Ritualraum. Sieh ins Wasser. Ich lege diesen magischen Kreis aufs Wasser. Er enthält verschiedene Sternzeichen. Das Zeichen, welches beginnt zu leuchten, wird uns Auskunft über deine Zugehörigkeit geben. Ist es jetzt random? Es passiert nichts. Verzeihung, du musst es natürlich mit deinem Blut aktivieren. Ich muss was? Keine Sorge, ein paar Tropfen genügen. Warte, ich helfe dir. Autsch, mein Finger! Ja, den Rest können wir wieder annähen. It's magic, magic. Das ist absolut unmöglich. Was ist da passiert? Dein magischer Kreis hat sich in Licht aufgelöst. Es haben alle Sternzeichen reagiert. Jedes einzelne von ihnen. Doch kein weiteres Gameplay mehr. Das bedeutet nahezu unbegrenzte Macht. Die Kontrolle jeglicher Runenelemente. Das sind doch mal gute Nachrichten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ob das die Kraft des Runengeistes ist? Ich muss ein paar Dinge prüfen. Bitte lass mich etwas alleine. Die Schatten am Rand. Quest erhalten. Ach, jetzt möchte ich auch so einen Runengeist haben. Retro, jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das eben sollte. Diese Sache mit der Runenmagie. Weißt du, der Connor hat einst versucht, mir etwas in Sachen Runenmagie beizubringen, aber ich war damals immer ein bisschen zu doof, um das zu verstehen. Nein, Temsig, du machst das schon wieder falsch. Es heißt Barausu Vidahi und nicht Barausu Vidahi. Sieh hier, sieh her. Barausu Vidahi. Naja, ich hatte es einfach nicht drauf. Wollen wir uns etwas im Dorf umschauen? Vielleicht können wir so Informationen zusammentragen. Diese Teleports sind auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Wir standen doch gerade noch vor dem Haus. Warum sollten wir jetzt direkt wieder hierher teleportiert werden? Damit wir ein neues Event auslösen können. Steht hier Schlange vor meiner Tür oder was ist hier los? Ja, ohne Witz, Mann! Ich dachte, wir sollen uns hier mal umschauen. Beruhige dich. Ich bin die Bürgermeisterin dieses Dorfes. Oho, ausnahmsweise mal eine Bürgermeisterin. Allgemein gab es hier irgendwie bisher äußerste. Also bisher gibt es hier irgendwie fast nur weibliche Rollen, merke ich jetzt gerade, aber das finde ich gut. Dieses Spiel spricht für Inklusion. Mein Name ist Tyara. Oder Tyara. Ja, mein Name ist Temsig. Ach ja, und der Typ in meinem Kopf ist. Erzähl ich dir später.
Ich weiß. Torrin hat mir von dir erzählt. Du wirst für eine Weile in Nutria wohnen, um ein Mädchen namens der Connor zu finden. Ich bin hier, um deinen Rückkehrbannkreis zu ziehen. Bitte was? Deinen Rückkehrbannkreis? Du weißt schon, wenn du dich mal verlaufen solltest, kannst du jederzeit zu diesem Bannkreis zurückkehren. Jeder in Nutria hat einen. Also, wo soll ich diesen Kreis für dich ziehen? Ja, hier direkt vor dem Haus, ne? Also, das war eine rhetorische Frage. Ich werde ihn vor deiner Tür platzieren. Als die Bewohner den Ort ihres Kreises noch selbst bestimmen durften, sorgte das nur für Chaos. Jetzt bekommt einfach jeder einen zugeordnet. Hi, ich komme, um dir Post zu bringen, da ist wieder Xelia. Ihr Rückkehrbannkreis zum Beispiel ist seit Jahren nicht mehr auffindbar. Nanu? Dir hat niemand einen Brief geschrieben? Das ist aber schade. Dabei ist es so schön, Post zu bekommen. Ich weiß, warte einen Moment. So. Hat sie jetzt schnell einen geschrieben? Also dann, ich habe noch viel Arbeit vor mir. Bis dann! Ist sie die Postbotin? Ach, naja, werden wir vielleicht noch herausfinden. Nun kennst du auch Xelia. Die kannten wir vorher schon, aber dennoch danke. Übrigens, dein Rückkehrbankreis ist fertig. Probiere ihn doch bei Gelegenheit aus. Falls du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich gerne im Rathaus besuchen kommen. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Cool. Die Bürgermeisterin dieses Ortes ist also tatsächlich eine relevante Figur. Die Rückkehr wurde aktiviert. Rufe das Menü auf und drücke die Pfeiltaste nach oben, um den Teleport zu aktivieren. Drücke erneut die Pfeiltaste nach oben, um dich vor deine Haustür zu teleportieren. Drücke Escape, um den Vorgang abzubrechen. Der Teleport funktioniert nicht in Häusern. Warum auch immer. Ich will es direkt mal ausprobieren. Ah ja, cool. Yay, jetzt haben wir uns von unserer Haustür zu unserer Haustür teleportiert. Das, also dieser Zaun hier, der hat mich jetzt gerade mir perspektivisch fertig gemacht, weil ich hatte absolut keine Ahnung, was es sein konnte. Aber ja, man sieht hier wenigstens so ein bisschen, dass das hier tatsächlich mal, ja, keine Ahnung, so eine kleine Farm oder so etwas war. Also keine Farm, sondern ja, das hat ja mal eine Botanikerin gehört. Was ist das da oben? Weil wir das hier benutzen können? Ich bin gerade verwirrt. Kann ich irgendwas machen? Auf jeden Fall kann ich irgendwas machen, aber hat mir das Spiel das jetzt schon erklärt? Keine Ahnung. Das wird dann bestimmt später noch kommen. Schauen wir uns einfach erstmal ein bisschen um. Hoffentlich nicht da, wo die Gegner sind. Wir wollten uns ja erst einmal im Dorf umsehen, also bleibe ich auch erstmal im Dorf, weil hier draußen sieht es mir irgendwie ein bisschen gefährlich aus, vor allem wenn wir noch allein sind. Ich finde es schön, dass wir schon Laternen haben. Eine Welt, die sowohl Elektrizität als auch Magie beherbergt. Eine Welt der absoluten Zauberei. Und alle Leute haben diese gleichen, extrem hässlichen Blumen. Gott, wirklich schlimm. Die sehen irgendwie aus wie Cloud aus Final Fantasy VII. Jetzt sieht er irgendwie ein bisschen aus wie Naruto. Guten Tag, ich sag mal, bist du der Neue? Es gab einen Aushang am schwarzen Brett. Ja, der bin ich. Mein Name ist Temsig. Ich sollte mich auch vorstellen. Und hier bin ich! Stellen wir uns mal vor. Und das ist also der Runengeist Retro? Mein Name ist Bolto. Sehr erfreut. Ich bestelle das Feld vor meinem Haus. Dort baue ich verschiedene Kräuter an. Du kannst mittags Samen bei mir kaufen, wenn du das Feld vor Chorans Haus bepflanzen möchtest. Aha! Ist das jetzt ein Harvest Moon Klon oder was ist hier los? Sag, interessierst du dich für die Landwirtschaft? Nun ja. Hier, bitte. Gießkanne. Sichel. Danke. Keine Ursache. Diese Gegenstände sind unumgänglich, wenn du Pflanzen anbauen möchtest. Die Gießkanne fasst nicht viel Wasser, aber Reedy kann sie dir mit den richtigen Ärzten vielleicht etwas verbessern. Vergiss nicht, deine Pflanzen täglich zu gießen und achte bei der Saat stets auf die Jahreszeit. Das ist ja richtig cool. So eine halbe Wirtschaftssimulation noch mit hier drin? Hallo, möchtet ihr etwas? Könnt ihr mal gucken, kaufen haben wir jetzt überhaupt irgendwie Geld oder so? Besitz 0000000000. Wahrscheinlich müssen wir auch hier wieder mit der Maus. Ja, alles klar. Schokominze, Jahreszeit Frühling, Erdbeerthymian, Kirschbasilikum, Orangenoregano, Milchglöckchen. Sahneglocke, Felsmarone, Höhlengras, Wüstendorn, rotes Gras, blaues Gras, violettes Gras, grünes Gras, weißes Gras, oranges Gras, Orange Bud, okay, ich verstehe schon. Tierkieses Gras, ist auch witzig. Gelbes Gras, schwarzes Gras, ist nicht gesund.
Metallblatt. Okay. Mondtau. Mitragras. Midgargras, was auch immer. Gelbes Schlüsselkraut. Das brauchen wir später noch. Sonnentropfen. Kirschgras. Energiefänger. Und Wolflauschblume. Wir gehen mal lieber wieder zurück. Puh. Okay, ich nehme einfach mal an, so großartig mit der Umwelt werden wir nicht interagieren können. Ein leerer Krug. Er ist violett. Ob das die Lieblingsfarbe von Bolto ist? Noch ein violetter Krug. Interessierst du dich für Krüge? Okay, ich muss zugeben, das hat mich gerade zu Lachen gebracht. Können wir jetzt bitte damit aufhören, in andere Leute Krüge zu schauen? Ich finde das cool. Die Kisten sind verschlossen. Vermutlich befinden sich noch mehr Samen darin. Ob das deine Lieblingsfarbe ist? Interessierst du dich dafür? Also, ich muss sagen, Humor hat Orange vor auf jeden Fall. Und den Humor kann ich auch definitiv teilen. Werkzeuge. Autor Bolto. Werkzeuge können aufgerüstet werden. Gießkanne bewässert ein Feld. Okay, gut, das ist am. Ich dachte eigentlich, wir spielen hier ein Rollenspiel. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder irgendwie 40 Minuten drin. Und wir haben immerhin schon mal gekämpft. Wir haben schon mal ein paar Kämpfe gemacht. Badezimmerschränke. Es gehört sich nicht, darin herumzustöbern. Ach komm schon, Mann. Was bist du für ein Langweiler? Eine Badewanne mit einem schicken Muster. Das ist die Toilette. Ne, das ist doch ein Waschbecken. Ein Waschbecken. Das sollte mal wieder geputzt werden. Wo ist denn die Toilette? Man muss dann wahrscheinlich in die Dusche pinkeln. Boltos Dusche. Ich bevorzuge aber Badewanne. Ja, es gibt dort scheinbar keine Toilette in diesem Häuschen. Aber na gut, Bolto hat auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr großes und schickes Haus. Als Samenhändler scheint man auf jeden Fall ordentlich zu verdienen. Oh, hi, da bist du ja wieder. Hast du den Brief schon gelesen? Ja, vielen Dank für die Aufheiterung. Nein, eigentlich haben wir ihn nicht gelesen, aber na gut. Es hat dich aufgemuntert, super. Aber wir haben den Brief gar nicht gelesen. Okay, wir sind ein geschickter Lügner, aber auch so kann man andere Leute, Sympathie bekommen. So. Doch jetzt, wo du endlich beschlossen hast, mit mir zu reden, muss ich dir etwas sagen. Das, was du suchst, wirst du hier nicht finden. Was? Weißt du etwa etwas über die Sternenstaubruinen oder der Korne? Nein, aber als fleißige und überaus gewissenhafte Postbote Nutrias laufe ich täglich durch das ganze Dorf. Okay, gut. Damit wird das auf jeden Fall geklärt, was ich mir ohnehin schon gedacht habe. Und ein weiteres Mädchen mit grünen Haaren wäre mir aufgefallen. Ja, es ist ohnehin schon verwirrend, dass es zwei davon gibt. Warte, woher weißt du, dass der Korner grüne Haare hat? Du bist aber misstrauisch. Joran hat einen Aussagen am schwarzen Brett angebracht. Ich hoffe, du bist etwas weniger skeptisch, Redflow. Ich bin mir nicht ganz sicher, was diese ganzen Geräusche alle bedeuten sollen, aber wir können doch mal zurück zum Haus gehen und den Brief mal lesen. Von Xelia. Auf gute Nachbarschaft. Liebe Grüße, Xelia. Wow, da hat sich ja jemand richtig viel Mühe gegeben. Dankeschön, Xelia. Das hat uns wirklich total aufgeheitert. Auf gute Nachbarschaft. Aber naja, gut. Es ist besser als nichts. In diesem Haus hier muss irgendwie Story sein. Weil plötzlich hört die Musik auf. Und Xelia ist plötzlich verschwunden. Und da ist wieder Evelyn. Oh, hi. Du musst Temsig sein, nicht wahr? Ich bin Evelyn. Hallo? Tut mir leid, ich wollte gerade aufbrechen. Oh mein Gott, bist du jetzt meine Life Address? Weil dich habe ich vorhin eigentlich komplett übersehen, weil ich dich jetzt eigentlich nicht so wirklich... Ach, naja, was soll's. Manchmal muss man das Leben eben so nehmen, wie es ist, ne? Vinel, wo bleibst du denn? Na endlich, was hast du denn so lange getrieben? Ich habe noch etwas Schokominze eingepackt, falls wir auf Tröpfchen Monster stoßen. Du weißt doch, wie verrückt sie nach dem Zeug sind. Tut mir leid, dass du warten musstest. Schon gut. Komm jetzt, ich will die Chance auf Drachenblut nicht verpassen. Ick. Oh, alles in Ordnung? Hi. Was hat sie denn? Ach, das ist eine Sie. Alles klar. Egal, ich muss los. Wir sind auf der Suche nach Drachenblut. Und meine kleine Schwester hat Anzeichen auf einen echten Drachen in der Nähe aufgespürt. Ist das nicht aufregend? Was willst du denn mit Drachenblut? Ist für eine Beschwörung. Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit. Komm uns doch mal besuchen, wenn wir zurück sind. Sie ist also auch ein Summoner. Okay. Vinels Freundschaft mit dir ist gestiegen. Top. Jetzt steht sie wieder hier. Ich finde, das war ein komisches Event.
Die Tür ist verschlossen. Also es war wahrscheinlich irgendwie ein bisschen russisch gelöst, oder? Also ohne, dass ich jetzt irgendwie unsere armen russischen Mitbewohner und Nachbarn irgendwie zu nahe treten möchte, aber es war auf jeden Fall eine seltsame Lösung. Na gut, was soll's. Na Kumpel, alles klar bei dir? Warte, kennen wir uns? Ich bin Temsig und das ist der Runengeist Retro. Ach, ihr seid in Chorans alte Farm gezogen. Nerolia hat mir das gerade erzählt. Freut mich, ich bin Reedy und führe eine Schmiede hier in Nutria. Eine Schmiede? Ja, deshalb suche ich oft in den Meteorminen nach seltenen Erzen. Ohne Erze kann ich keine Barren schmelzen und ohne Barren kann ich nicht schmieden. Die Meteormine? Was ist denn das für ein Ort? Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Du warst noch nie in der Meteormine? Aber das ist ja schrecklich. Jeder Nutriel liebt die Meteormine. Naja, vielleicht nicht jeder. Dennoch gibt es dort gefährliche Monster und antike Vorrichtungen des Himmelsvolks. Verstehe, es scheint also ein interessanter Ort zu sein. Das Himmelsvolk, mehr Fragen werden aufgeworfen. Hört mal, Temsig und Retro, wenn ihr möchtet, führe ich euch ein wenig in den Minen herum. Zu zweit ist es einfacher, an den Monstern vorbeizukommen. Außerdem bin ich mit vielen der besagten Vorrichtungen bereits vertraut. Na, was sagt ihr? Nein, danke, wir erkunden sie. Ach Mann, ey, ich habe jetzt davor nicht gespeichert. Nein, danke, wir erkunden sie alleine, weil ich will das jetzt gerade nicht machen. Das ist nett gemeint, aber wir würden die Mine lieber auf eigene Faust erkunden. Seid ihr euch da sicher? Das ist nicht gerade klug. Dann nehmt wenigstens das hier mit, sonst werdet ihr nicht weit kommen. Runenring Bronze. Ich habe jetzt einfach gerade keine Lust darauf. Ich werde das im Laufe dieses Angespiels wohl nicht mehr machen, weil ich meine, wir sind schon bei 45 Minuten und mal gucken. Ich werde auf jeden Fall noch einige Zeit spielen. Aber die Minen, das klingt so, als wäre es etwas ausufernder. Schwarzes Brett, Neues aus Nutria. Ein neuer Bewohner zog in Chorans alte Farm ein. Sein Name ist Temsig. Herzlich willkommen in Nutria. Ein geheimer See, so viele Briefe, die richtige Strategie, Hobbygärtner, willst du trainieren? Ein geheimer See. Quest-Info. Anfrage gestellt von Reedy. Ich habe einen Geheimgang in den Meteorminen entdeckt. Der Weg scheint zu einem unterirdischen See zu führen. Scheinbar leben auch ein paar Monster dort. Die dürften aber kein Problem sein. Wer möchte mit mir an diesem Abenteuer teilnehmen? Erstmal noch nicht. So viele Briefe. Quest-Info. Von Xelia natürlich. Hilfe, ich habe noch wahnsinnig viele Briefe, die ich vor dem Austragen sortieren muss. Bitte helft mir. Das können wir dann vielleicht mal machen. Die richtige Strategie. Von Nerolia. Die strategische Aufstellung vor einem Kampf ist unfassbar wichtig gegen starke Monster. Unerfahrene Kämpfer, die ein größeres Abenteuer planen, sollten unbedingt meinen Gratisunterricht hierzu in Anspruch nehmen. Ne, in Ansprechung. In Ansprüchung. In Anspruch nehmen. Aber es steht Ansprüchung da. Ja, Temsig, ich meine dich. Hobbygärtner. Temsig, ich habe gehört, du nimmst Anfragen am schwarzen Brett an. Ich hätte da eventuell etwas. Willst du trainieren? Auch wieder von Nerolia. Vor den Toren Nutrias haben sich einige Succubi-Steine rumgetrieben. Doch statt sie zu besiegen, habe ich sie zu mir nach Hause gelockt und eingesperrt. Wenn jemand etwas gegen schwache Monster trainieren möchte, meldet euch einfach bei mir. Selbstverständlich droht euch keine Gefahr und ich werde euch zur Seite stehen. Das ist ja süß. Kümmern wir uns dann auch später drum. Die Maus! Es funktioniert irgendwie alles gerade nur so halb. Scheiße. Okay, mit Escape komme ich auch wieder zurück. Puh, weil das hat jetzt gerade irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt hatte ich gerade schon ein bisschen Angst. Die Tür ist verschlossen. Von außen klein, von innen ganz groß. Diese Briefbox ist zu, vermutlich damit sie nicht sehen muss, wie viel Arbeit sie noch vor sich hat. Ach, das ist das Haus der Postbotin. Xelia. Nee, Xelia war. Nee, genau, Xelia war es, genau. Der Corner war unsere Freundin, Xelia war die Postbotin. Eine Kombination aus Bücherregal und Schubladenregal? Nennt man das so? Auf jeden Fall sollten wir nicht Xelias persönliche Sachen durchsuchen. Könnte ja ein Kleiderschrank sein. Nein, bloß nicht ihre persönlichen Sachen. Was könnten wir uns nur dabei denken? Aber hier sind wir doch aufgewacht. Können wir jederzeit wieder schlafen gehen? Scheinbar nicht. Und auch hier wieder eine Kombination aus vielen tollen Sachen. Und mehr Sachen, mit denen wir scheinbar nicht interagieren können. Auch hier wieder ein Badezimmer ohne Toilette. Wo auch immer die Leute ihre Notdurft verrichten, wir werden es wohl niemals herausfinden. Aber hier unten befindet sich doch etwas, das... Sie mag definitiv grün. Wunderschöne Farbe. Ob das Ersatzkrüge für die Pflanzen am Eingang sind? Ja, möglicherweise schon. Was sollte es sonst sein?
Aber es ist wenigstens schön. Also ich mag das Dorf und seine Bewohner hier. Es ist wenigstens alles kohärent, ja. Man hat das Gefühl, als wäre es wirklich irgendwie so ein richtiges Dorf, so eine richtige Dorfgemeinschaft und so. Das ist auf jeden Fall schon echt alles ganz cool gemacht. Also ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht beklagen. Da hat sich der Entwickler auf jeden Fall Mühe gegeben und auch viel Liebe zum Detail. Ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dieses Symbol dort habe ich schon einmal gesehen, aber... Gasthaus im Sternengarten. Sieht ein wenig asiatisch aus. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wahrscheinlich müssen wir hier dann schlafen, wenn wir irgendwo schlafen wollen, dürfen können. Dieses Gasthaus ist ziemlich groß und ziemlich leer. Keine Bewohner, keine Eigentümer. Und da unten haben wir einen schlafenden Gast. Tatsächlich. Den wollen wir doch natürlich nicht lange schlafen lassen, sondern irgendwie mit unseren Fragen löchern. Lassen wir sie besser schlafen. Och Mann, Protagonisten in Maker-Spielen sind nie auf meiner Seite. Nie. Ups, falsche Taste gedrückt. Können wir dieses Spiel auch sprinten? Nee, halt, das war dem Spiel, das ich davor angespielt habe. Und wo ich die Sprinten-Funktion nie benutzt habe, was einfach daran lag, dass es nicht notwendig war. Ein Gemälde. Es trägt den Titel Die palmenreiche Wüste. Ein Künstlername wurde nicht angegeben. Wachsen in der Wüste so viele Palmen? Wahrscheinlich eher nicht, außer man befindet sich zufälligerweise in einer Oase. Und Oasen gibt es ja bekanntlich nicht so viele. Das ist irgendwie ein komisches Gasthaus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also ich meine, wir haben ja einen schlafenden Gast gesehen und... Das Regal ist leer. Das Zimmer scheint im Moment frei zu sein. Was ist das da hinten? Das sieht irgendwie nach einer fiesen Kreatur aus. Ob es sich dabei um einen Gegner handelt, vielleicht sollte ich vorher mal das Spiel speichern. Was mag das wohl sein? Scheinbar etwas, mit dem wir aktuell noch nicht interagieren können. Das ist schade. Na gut, verlassen wir dieses Gasthaus wirklich erstmal wieder, weil es ist einfach nur groß und leer. Es sah von außen schön aus, aber es hat von innen seinen Charme nicht halten können. Das sieht wirklich aus wie so ein japanischer Garten. Auch wie schön seitlich die Bäume stehen. Das ist der kleinste Palast der Welt. Das steht hier draußen am Briefkasten dran. Sternenobservatorium. Ach, das ist also das Observatorium. Alles klar, na dann... Hat Torrance vielleicht noch irgendetwas Wichtiges mitzuteilen? Chemsig und Retro, schön euch zu sehen. Habt ihr schon alle Bewohner im Dorf kennengelernt? Ich bin mir nicht sicher. Ihr solltet euch möglichst mit allen Bewohnern gutstellen. Wenn sie dich mögen, helfen sie dir vielleicht weiter, wenn du mal Probleme hast. Ich gebe mir Mühe. Übrigens wollte ich nochmal mit euch über das Ritual reden. Weil ich alle Runenelemente beherrschen kann? Ja, ich bin mir nicht sicher, bis zu welchem Level du tatsächlich alle Elemente beherrschen kannst. Das solltest du selbst herausfinden. Was meinst du damit? Dieses Ritual zeigt dir, welches Element mit dir verbunden ist. Das bedeutet aber nicht, dass du andere Runenelemente nicht auch anwenden kannst. Es wird dir nur viel schwerer fallen, damit umzugehen. Ein Meister der Feuerrunen zum Beispiel wird mit etwas Training auch Lichtrunen nutzen können, jedoch wird er sich an Schatten- oder Wasserrunen die Zähne ausbeißen. Gut, dass ich mir das nicht merken muss, da ich sie alle nutzen kann. Genau das solltest du probieren. Versuche verschiedene Runenelemente anzuwenden und teste selbst, ob dir einige leichter fallen wie andere. Und wie mache ich das? Du benötigst einen Runenstein und Orbs. Hier im Dorf gibt es einen Spezialisten für Orbs, nämlich Kero. Und einen Runenstein kann ich dir geben. Wow, wirklich? Vielen Dank. Warte, nicht so schnell. Ich will, dass du mir dafür einen kleinen Gefallen tust. Und ich habe gerade angefangen, dich nett zu finden. Was soll ich tun? Ich habe im Wald von Nutria eine Mandragora-Pflanze gezüchtet. Ich würde dich bitten, mir ihre Wurzel zu bringen. Die Wurzel? Mache ich damit nicht deine Pflanze kaputt? Richtig. Sie ist etwas zu groß geworden. Okay, ich besorge die Wurzel. Es klingt nach einem Bosskampf. Danke. Und Retro, pass auf euch auf. Mandragoras können ganz schön stark werden. Wir pflanzen Unkrautjäten, Quest erhalten. Ich glaube, die Mandragora gab es auch schon in Dragon Quest Monsters. Also, es ist natürlich eine echte Pflanze, aber auch in Dragon Quest Monsters gab es ein Monster, das diesen Namen getragen hat. Die Tür ist fest verschlossen. Aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass wir im Verlauf dieses Angespiels noch großartig dazu kommen. Das Spiel ist auf jeden Fall bisher ganz cool. Also, der Anfang war, also irgendwie ist es so, dass alles, was ich irgendwie zuletzt spiele, da ist der Anfang irgendwie immer so,
so holprig irgendwie, so unbeabsichtigt komisch, habe ich immer so das Gefühl. Okay, in der einen Richtung der Wald, in der anderen Richtung die Wüste, das ist ein bisschen seltsam, aber na gut. Aber nach dem holprigen Anfang wird es dann eigentlich immer ganz gut. Also hier ist auch wieder jemand, der grüne Töpfe sammelt. Leere und verschlossene Kisten. Woher wissen wir dann, dass die leer sind? Lass uns etwas anderes unternehmen. Hier gibt es nichts Interessantes zu entdecken. Die Krüge sind alle leer. Darin können vielleicht zu verkaufende Flüssigkeiten gelagert werden. Und sie sind grün, denn der Bewohner dieses Hauses mag grüne Farben äußerst gern. Ein neuer Dorfbewohner. Männlichen Geschlechts ausnahmsweise mal wieder. Hm? Ich denke, wir sehen uns zum ersten Mal. Dann bist du Temsig, richtig? Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kero. Ich wohne mit meiner Schwester Sylviane im Gasthaus. Die wohnen im Gasthaus? Sind sie die Betreiber oder... Dauerurlaube? Da ist noch etwas. Ich spüre, dass sich noch jemand bei dir befindet. Oder etwas. Bist du ein Summoner? Nein, es ist der Runengeist Retro. Er hat mir das Leben gerettet und hilft mir bei der Suche nach der Korne. Ich verstehe. Freut mich auch, dich kennenzulernen, Retro. Leider habe ich selbst sehr viel zu tun, sonst würde ich euch gerne bei der Suche nach eurer verschollenen Freundin helfen. Schon gut, wir kriegen das schon hin. Ich kann euch aber dennoch unterstützen. Derzeit besitze ich nämlich den einzigen Runenfertigungsstein in diesem Dorf. Und ihr dürft ihn kostenlos in jederzeit nutzen, wenn ihr möchtet. Was ist ein Runenfertigungsstein? An diesem Stein kannst du Orbs im Runensteine einsetzen und auch wieder entfernen. Aha. Pass auf, ich erkläre es dir. Das ist ein leerer Runenstein. Die sind sehr wertvoll, da sie äußerst selten sind. Und das sind Orbs. Orbs sind spezielle Kristalle, welche die Kraft einer Rune enthalten. Diese können in leere Runensteine eingesetzt werden. Die fertige Rune musst du anschließend im Runenmenü ausrüsten und kannst sie fortan im Runenmodus nutzen, um deine Umgebung zu beeinflussen. Oder aber... Okay, also ist das dort tatsächlich eine Rune, die wir da finden können. Ach nee, halt, das ist der Stein, den wir benutzen können. Ach, alles klar. Um die Runenmagie im Kampf auf Gegner anzuwenden. Alles klar, wir brauchen also einen Orb, dann können wir da hingehen und dann können wir dann unseren Bass verstärken. Weil wir sind ein musikalischer Kämpfer, wir sind ein Barde, ganz eindeutig. Wenn du also einen leeren Runenstein und Orbs besitzt, kannst du hier mächtige Runen herstellen. Und was bedeuten die Buchstaben und Zahlen auf den Orbs? Sie stehen für die Art des Runenzaubers und die Stärke der Stufe. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, empfehle ich dir die Bücher in Chorans Observatorium. Verstehe, denke ich. Vielen Dank. Was ist das? Eine magische Barriere? Scheinbar schon. Die Musik stoppt und ein Event geht los. Diese Events sind so komisch. Warum steht er jetzt nicht mehr da? Hä? Werden wir immer wieder zu diesem Event hin teleportiert oder wie funktioniert das? Ich komme nicht durch die Barriere durch, Retro. Und plötzlich taucht Chorin wieder auf. Oh, Temsig und Retro. Schaut ihr euch die Sternenstaubbarriere Nutrias an? Könnte man so sagen. Ihr wollt Nutria verlassen? Ja, wir wollten uns etwas umschauen. Vielleicht finden wir draußen die Ruinen, die wir suchen. Wie kommen wir durch die Barriere? Ihr könnt einfach durchlaufen. Oh, so einfach. Bist du sicher? Ich komme da nämlich nicht durch. Wirklich nicht? Dann solltest du etwas trainieren. Was? Was hat das denn damit zu tun? Die Barriere öffnet sich nur für Menschen, die, sagen wir, einen gewissen Level an Stärke erreicht haben. Okay, wie auch immer das funktioniert. Das ist eine Art Schutzmaßnahme, damit zum Beispiel Kinder nicht beim Spielen versehentlich das Dorf verlassen können. Außer es sind Kinder auf Level 50. Was? Heißt das, diese dämliche Barriere stellt mich in Sachen Stärke einem Kind gleich? Du solltest vielleicht wirklich etwas trainieren. Nutria verlassen. Quest erhalten. Verschwinde lieber wieder, Chorin, und mach Platz für Leno oder wie der hieß. Okay. Nutria, Ausgang. Denn das schreibt man tatsächlich so hin. Und hier geht's in die Wüste. Nein, hier geht's zum Strand. Ach, alles klar. Das ist keine Wüste, das ist ein Strand. Ozeanmuschel heilt Brand. Schön, dass wir die gefunden haben. Ozeanmuschel heilt Brand. Ich nehme alle Ozeanmuscheln dieser Welt, die ich bekommen kann. Da hinten steht doch sogar noch eine rum. Falls wir da irgendwie hinkommen. Es ist eine Farce, wir können nicht zu dieser Muschel. Da hinten sind haufenweise Runensteine. Kommt man denn da nur hin? Muss man da vielleicht einen Quest erledigen?
Hallo, ihr beiden. Ist alles in Ordnung? Ja. Darf ich jetzt die Runensteine da hinten haben? Die Tür ist verschlossen. Und auch diese Tür verschlossen. Umkleidekabine, nur im Sommer geöffnet. Vielleicht können wir irgendwie später mal dieses Zeug dort wegschnetzeln oder vielleicht können wir von der anderen Seite da rankommen. Puh. Wäre auf jeden Fall interessant. Denn da hinten liegt ja ein Objekt der Begierde, wenn nicht sogar gleich drei, die wir unbedingt haben wollen. Da gehen wir einfach mal in den Wald und gucken, ob wir gegen den Mandragora... Ob... Hier geht's noch weiter. Eis. Eis? Überall nur Eis. Hey, ist alles in Ordnung mit dir? Eis. Die ist ja völlig neben der Spur. Ich denke, es hat keinen Sinn, sich mit dir zu unterhalten. Eis. Leckere Eiscreme. Mm. You scream, ice cream, we all scream for ice cream. Hm. Leere Häuser ohne Inhalt. Ohne Inhalt, das tut gut. Keine Menschen und ein Runenstein. Nee, das war Geld. Ja, kein Runenstein, sondern Rupees. Aber na gut, ich nehme trotzdem alles, was ich kriegen kann. Ach, dann sind das da bei der Strandhütte wahrscheinlich doch keine Runensteine. Ein... Okay, hier scheint jemand Feuer sehr zu mögen. Yay, meine neue Flammenbettwäsche ist eingetroffen. Schmieden für Profis. Auto-Ready. Schmieden werden wir dann später. Eines Tages bestimmt noch. Aber wahrscheinlich nicht mehr in diesem angespielt. Denn genau das ist das Tun. Wir spielen das Spiel nur an. Wir spielen das Spiel nur nicht durch. Das soll ja erst einmal nur Appetit machen, dass ihr das Spiel noch weiterspielt. Holz. Oh, Holz. Wir können plötzlich Sachen einsammeln. Was zum Teufel geht hier vor sich? Das ist gerade eben auch dunkler geworden, habe ich so das Gefühl. Vergeht das Ganze jetzt irgendwie so real-time, wenn ich das so nennen darf? Scheint mir so. Also irgendwie diese leeren Häuser machen mich irgendwie ein bisschen fertig. Das ist echt ein bisschen schade. Also ich meine, wo sind die ganzen Leute hin? Meine, ganz offensichtlich schlafen die ja nicht. Ach, hier geht's wieder in den Wald. Dann können wir hier auch wieder das Holz aufnehmen. Ja, Holz, natürlich. Wir brauchen mehr Holz vor der Hütte. Sind wir gerade schneller geworden? Ich denke nicht, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Bug, der mich aus anderen Spielen noch verfolgt und deswegen bilde ich mir da gerne mal was ein. Ist es überhaupt der Wald? Können wir hier runter und den Mandragora besiegen? Ich habe momentan irgendwie nicht das Gefühl. Ich glaube, wir müssen einfach eine Ebene weiter runter reingehen. Sammeln wir einfach mal das ganze Holz ein, wer weiß, wann wir... noch schmieden. Also kann man das Schmieden nennen, wenn man mit Holz arbeitet. Alle Scheiter eingesammelt, gut. Doch, hier bin ich auch damals rausgegangen. Okay, aber es ist der Wald scheinbar doch nur für das Holz da. Hier unten können wir dann was anpflanzen, wenn wir dann irgendwann mal genug Geld haben. Ich kann mal kurz in das Questlog reinschauen, was das von uns möchte. Quests prüfen. Hauptquest. Ach ja, jetzt dürfen wir wieder die Maus verwenden. Das sind alles Hauptquests, Nebenquests, Unkrautjäten. Wenn man das so nennen kann, weil ich glaube, Unkrautjäten ist irgendwie schon fast ein bisschen der falsche Begriff dafür, wenn wir gegen etwas kämpfen müssen. Torrin hat eine Pflanze in Nutrias Wald gezüchtet. Diese ist allerdings etwas zu groß geworden. Grabe sie aus und bringe die Wurzel zu ihm. Okay, dann schauen wir doch nochmal ins Wäldchen rein. Vielleicht habe ich es jetzt gerade einfach übersehen. Weil ich wüsste jetzt nicht, was sonst noch der Wald von Nutria sein könnte. Ansonsten habe ich eigentlich mit allen gesprochen. Mandragora. Ach, hier geht's einfach runter. Ach, ich bin doof. Das habe ich nicht gesehen. Ja, super. Können wir wahrscheinlich noch mehr Holz sammeln. Da geht's auch wieder runter. Und da unten sehe ich ja auch schon eine Höhle. Wir haben ja doch noch einiges zu erledigen. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass diese Wolke gerade so statisch über uns ist. Was ist das? Ein Gegner. Gegner im Zug, okay. Ach ja, genau. Wir müssen ja wieder mit...
Schallwelle. Benutzt Plektrum. Okay. Dann müssen wir wohl nochmal angreifen. Der Gegner kommt mir irgendwie gerade noch ziemlich stark vor. Runenangriff haben wir auch noch nicht. Beschwörung. Rufen. Kostet 2 HP. Beschwören. Kosten Max HP 2. Wir haben es auf jeden Fall gerade noch nicht. Ach du Scheiße. Ja, super. Ja, natürlich. Der zweite Kampf im Spiel. Und natürlich verlieren wir dann auch schon gegen einen komplett übermächtigen Gegner. Toll. Game over. So schön standardmäßig einfach. Aus dem 2000er Maker. Hat mich jetzt nicht so wirklich beeindruckt. Na gut, ignorieren wir dieses Vieh einfach. Der erste Kampf. Der erste richtige Kampf. Und das ist die Meteormine. Okay. Dann weiß ich zumindest schon mal, dass wir hier im Wald irgendwie noch das komplette restliche Gameplay haben werden. Jetzt ist halt die Frage, soll ich jetzt noch großartig weiterspielen? Weil ich meine, das, was jetzt kommt, werden wahrscheinlich Kämpfe und so weiter. Wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen was vom Spiel gesehen. Wir haben jetzt allerdings noch nicht gesehen, wie die Runensteine und so weiter funktionieren. Ich nehme einfach mal an, dass dieser Geist dort hinten sozusagen Mandragora ist. Wir können ja einfach mal hier unseren Kollegen abholen und mit ihm nochmal kurz in die Meteormine gehen. Ein paar Minuten weiterspielen ist vielleicht doch nicht verkehrt. Wo stand denn der Regi oder wie er hieß noch gleich rum? War nicht hier oben? Genau hier am schwarzen Brett. Haben alle ihre Position verändert? Oder auch nicht? Guten Abend, bleib nicht zu lange auf. Genug Schlaf ist sehr wichtig. Eis, überall nur Eis. Sie ist wie in Trance. Bringt mir Eiscreme, dann rede ich. Später vielleicht mal. Auf dem Heimweg treffe ich manchmal Sylviane. Auch wenn es nicht regnet, trägt sie stets ihren Schirm bei sich. Ich bin mir sicher, sie kann damit Runenmagie freisetzen. Warum sonst sollte sie ihn immer dabei haben? Vorsicht, nicht an mein Mikro kommen. Wobei, gut, davon solltet ihr eigentlich nichts merken. Ich schaue nochmal kurz die Quests an. Neben Quests haben wir gerade nur Unkrautjäten, die Schatten am Rand. Ein Sukubi-Stein konnte die Barriere um Nutria durchdringen. Jordan hat dies zu prüfen, spreche mit den Dorfbewohnern und prüfe die Barriere an der Grenze Nutrias. Da waren wir eigentlich auch schon. Alles klar, also ich denke einfach mal, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich dieses Angespielt hier an der Stelle erstmal beenden werde. Ich werde einfach mal offscreen noch 5 oder 10 Minuten weiterspielen, mal gucken, ob ich noch irgendwas Tolles machen kann. Wenn dem so sein sollte, werde ich das dann natürlich gleich noch reinschneiden und wenn nicht, dann verabschiede ich mich an der Stelle hier erst einmal von Stardust Chronicles. Auch wieder einem Spiel, das definitiv Potenzial hat. Also mir gefällt auf jeden Fall dieses Dorf, mir gefällt die Welt hier, mir gefällt, wie wir die Welt erkunden, wie wir die Welt sehen und so weiter. Ich hatte am Anfang ein paar Bedenken, weil der grafische Stil ja mich so ein bisschen an Kelvin-Spiele erinnert hat und weil es eben jetzt keine so krasse Farbpalette ist, aber eigentlich habe ich damit kein Problem und es ist gerade eben schon wieder dunkler geworden. Aber eigentlich macht das Ganze bisher einen wirklich sehr soliden Ersteindruck, auch wenn, genauso wie beim letzten angespielt, die ersten paar Minuten ein bisschen seltsam waren. Aber na gut, die ersten paar Minuten des Spiels sind ja zum Glück nicht das komplette restliche Spiel. Deswegen, entweder ich stelle dir gleich nochmal irgendwas Tolles rein. Oder ansonsten sehen wir uns dann einfach zum nächsten angespielt oder zum nächsten richtigen RPG-Maker-Let's Play-Projekt. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.